Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4 Special. Er läuft gerade automatisch. Ich muss unbedingt was mal in meinen Controller einstellen, weil neu kalibrieren oder so. Das ist schon ziemlich belastend. Ich war angeln, wie ihr seht. Und ich habe offscreen was gemacht. Allerdings kümmern wir uns erstmal um das Feld. Dann zeige ich euch das gleich alles. Ich habe offscreen gefarmt. Und ich habe offscreen was ganz Besonderes geholt. Ja. Was uns nützlich sein wird. Vor allem. Ich habe mir gedacht, ey komm, sonst habe ich die ganze Zeit nichts getan offscreen. Sondern nur die Felder und so. Na, ihr wisst Bescheid. Und ihr seht wahrscheinlich jetzt schon einen kleinen Unterschied. Da ist nicht von der Hand zu weisen. Ich weiß auch gar nicht, warum manche so trocken werden. So, die sind alle riesig schon mal. Also da ist schon mal... Da ist schon mal was geworden. Ach, die sind fertig. Ja, hier habe ich Rüben gepflanzt. Einfach so. Aber hier habe ich neues Futter. Aber ich dachte mir, ja, ich muss da mal langsam wieder auffrischen, ne, bei den Tieren. Die haben zwar jetzt wieder genug, weil ich auch bei den Hühnernest da unten war. Da habe ich dann auch hier mal was geholt. Ich habe ja doch auch noch was aus dem Inventar, im Kühlschrank oder so gehabt. Ich weiß auch nicht, wieso im Kühlschrank oder so. War das ein Kühlschrank, glaube ich? Nee, das müsste im Lager gewesen sein. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. Einmal Spinat habe ich schon geerntet. Und jetzt sind die Rüben auch schon fertig. Okay, das ist ziemlich gut. Ja. Machen wir hier auch nochmal. Wir brauchen ja Geld, ne? Ihr wisst Bescheid. Geld ist immer... Ups. Geld ist immer so eine Sache. Jetzt habe ich... Ich war nochmal unterwegs nach einem Tier. Ich habe gesucht. Ich habe die Biene gesucht. Ich war im Internet zugange und habe die Biene gesucht. Und es gibt keine... Und da habe ich so gelesen... Es gibt keine Biene in diesem Spiel. Und dann dachte ich mir so... Hä? Wer gibt denn Honig? Ja. Und, als ich dann gesucht habe nach ein fliegendes Insektentier, ist mir in der Jokmir-Höhle, im Jokmir-Wald da unten in der Höhle, gibt es halt Hornissen. Und da habe ich mir gedacht, probier es mal mit der Hornisse aus, vielleicht gibt die ja Honig. Und sie gibt Honig. Die gute Hornisse hört auf den guten Hart, auf den Namen Gildo. Versteht ihr den Witz? Gildo Hornisse. Alle, die unter 20 sind, werden das nicht verstehen, den Witz. Aber wir haben jetzt eine Hornisse hier, die uns täglich mit Honig beliefert. Ist das gut oder ist das gut? So, und wir haben jetzt heute ein Fest. Ich sehe schon, aber wir wollen natürlich jetzt erstmal ernten. Und dann gucken wir mal, was das Fest uns bringt, ne? Ich habe jetzt nur Rüben geerntet, weil Rüben angepflanzt, weil Rüben halt jetzt schnell gehen. Ne? Und einfach mal was anpflanzen, einfach nur, weil wir es können. Ist ja auch nicht schlecht. So. Werden wir alles noch wieder anpflanzen hier. Muss ja auch sein. Vor allem Skill levelt das ja auch den Skill irgendwie, ne? Irgendwie, guckt es euch mal an. Das ist krass. Gut, wir haben auf jeden Fall Honig, wir haben das Zeug, wir haben, ja, das wollte ich auch noch verkaufen, ne? Jetzt muss ich allerdings noch warten, bis die eine Spielkraut groß wird. Verkaufen wir das mal. So. Ah, Stufe 6. Könnte es auch mal verstärken, leveln demnächst, ne? So, wie viel kriegen würden wir jetzt auf uns kriegen? 4000. Ja, Rüben sind nicht so gut wie Spinat. Gut, wir dürfen das jetzt aber nicht vergessen. Das Winterfeld. Das ist so eine Sache. Die dafür halt wirklich nicht vergessen. Ich habe mir jetzt extra groß hier aufgeschrieben. In meine Notizen hier. Auf dem linken Bildschirm. Dass ich das bloß nicht vergesse. Winterfeld. Hier war ja auch noch was. Und das dauert halt noch ein Weilchen. So, da unten auch noch. Dreht ihr um. Sehr gut. So. Ich habe noch auch geangelt. Ja, geangelt habe ich auch. Kuchen habe ich auch einmal gebacken. Ich weiß gerade, das lasse ich jetzt mal erstmal im Inventar so. Fisch. Geangelt habe ich auch ein bisschen. Ja. So, Honig habe ich noch bei mir.
Und ja, mal gucken. So, heute steht Fest an. Guten Tag, Eure Majestät. Ich hoffe, dass die Wünsche alle wahr werden. Was ist denn dein Wunsch? Meiner? Hm. Ich bin schon zufrieden, wenn alle ein glückliches und friedliches Leben führen können. Oh, das ist natürlich edel. Da ist gerade Dings hier, Flavia. Hey! Juhu, Honig, das schmeckt süß und lecker, genau wie eine Blume. Ich mag das echt gern. Und ich hätte gern noch mehr davon. Ja, aber alles mit deiner Zeit. So, was habt ihr jetzt in Breden? Pico braucht bald Winterklamotten. Ein Tag für Wünsche, hm? Ich denke, ich verstehe, wieso Leute sich etwas wünschen wollen. Echt? Ist das so? Ich werde heute hart arbeiten, ja? Es ist kalt. Aber die Luft ist frisch und rein. Wir sollten heute die Sterne sehen können, ja? Der perfekte Tag für ein Schläfchen. Heute ist der Tag, an dem alle Welt zum Himmel hinaufblickt. Übrigens, gehen wir auf ein Abenteuer? Natürlich, ich würde gerne mitkommen. Machen wir ein bisschen Abstand. Wir haben mit ihm nicht mit ihr geredet. Hallo? Hallo? Was sich die anderen wohl alle gewünscht haben? Ich habe nämlich, als ich mich so schlau gemacht habe, wo das Tier ist, habe ich mal so ein paar Videos gesehen, wo Leute so Tipps gegeben haben, wie man am besten levelt oder all möglichen Gedöns, ne? Und tatsächlich, zeig ihm was, habe ich gesehen, wenn man, Alter, auf ein Tier reitet, dann kann sie eigentlich abschmeißen. Und dann möchte ich gerne mal ausprobieren. Ich hoffe mal, das geht. So. Na? Komm. Dim, 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 dim. Florika, mach doch. Es sieht sehr ulkig aus, wie da so ein Schäfchen auf dem... Habt ihr es gesehen? Was haben wir da? Curryreis. Sie kann einen damit nicht abschmeißen. Und das ist doch schon... Das ist schon das Beste, was es gibt, ne? Oder? Ja. Alles in Ordnung? Ausgehen macht Spaß. Ja, eigentlich gehen wir gerade nicht aus, aber wir sollten uns trennen. Entschuldigt bitte. Gut, wir haben jetzt Curryreis. Ist das was wert? Verkaufe 2400. Ein Gericht, das häufig in Haushalten gekocht wird, den man Curry mag. Ach ne. Ja gut, behalten wir mal, ne? Behalten wir einfach mal. So. Sind die alle jetzt? Wo sind die denn alle hin? Ey! Was? Zeig mir deine Sammlung. Bitte. Ich hab nie das Glück. Das ist echt unfassbar. Ja, bis bald hoffentlich. Ich höre was, etwas. Schnell, neue Teile. Habe sie nicht. Nicht hier. Aber ich reparieren schnell. Bitte. Entschuldigung. Ja. Oh, hey, willkommen. Hallo. Muss etwas repariert werden? Nein, nichts. Entschuldigung, ich muss jetzt los. Was ist gerade passiert? Tja, ich denke, jeder hat so seine Probleme, auch sie. Oh. Such dir das Bestimmtes. Ich bin jetzt plaudern gekommen. Ich denke, jeder hat so seine Probleme, auch sie. Sie kann sehr tollpatschig sein. Aha. Aha. Hey, Wischner, was geht? Hallo, das Mittagessen im Porkos Restaurant aus Fabula, findest du nicht auch? Was soll ich mir wünschen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Vermutung. Ich will es nicht so laut aussprechen. Ich habe die Vermutung, dass Forte Kiels Taschenuhr kaputt gemacht hat, ja. Ich frage nur, wo eine Taschenuhr ist. Ah, mit der haben wir ja schon geredet, okay, ja. Hey, alle Dr. Jones. Ein Mikro, ein weiterer Tag, wie die Zeit vergeht. Was kann ich für dich tun? Was ist plaudern da? Alles findet irgendwann ein Ende. Trotzdem, wir Ärzte können niemals aufgeben, das Leben anderer zu retten. Deswegen wurden wir Ärzte. Aber ich bin lange nicht fertig damit, zu versuchen, Lady Wittesville zu retten. Meine Güte, komm drüber hinweg. Komm einfach drüber hinweg.
Also gut, dann gehen wir hier hoch, denke ich mal. Hey! Hey, wie geht's? Oh, Leon, nicht schlecht. Alles gut, und jetzt? Nichts. Alles fein. Oh, Miku, ich hoffe, du hast einen guten Tag. Das wünsche ich dir auch. Alle unsere Gäste sind heute angekommen, um die Sterne zu betrachten. Ich muss ihnen unbedingt was Warmes zu essen machen, damit ich draußen nicht kalt wird. Wir wollen gerne, Dingens, Duck ist hier, da, Duck und Dingens. Halten. Ja, genau, leg einfach auf den Fußboden. Hier, bitteschön. Was, hast du das gefangen? Nicht schlecht, du musst dir denen zeigen, was du kannst. Hey, bleib mal stehen jetzt. Hey, hallo. Wünsche, ich habe nur einen. Hey, kennt ihr alle die Legende des heutigen Festes? Der höchste Stern im Himmel kann dir einen Wunsch erfüllen, das meinst du doch, oder? Ja, aber war da noch etwas? Ich kann mich nur nicht daran erinnern. Oh, ich hab's. Wenn zwei zusammen etwas wünschen, dann sind sie auf Ewigkeit miteinander verbunden. Doug, halt dich von mir fern, wenn du dir etwas wünschst. Wenn du dir etwas wünschst. 1 Million Kilometer reichen bestimmt. Ach, wirklich? Und du musst 1 Milliarde Kilometer von mir entfernt stehen. Hast du das verstanden? Also, wenn zwei Männer sich zusammen etwas wünschen, dann sind sie da Freunde für immer. Oh, war ja, dieses Fest ist gefährlicher, als ich dachte. Also, ich finde das romantisch. Ja. Was läuft, Miku? Wünsche, was soll ich mir denn wünschen? Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet. Von so einem Fest. Ich habe keine Ahnung, Mann. Reichtum einfach nur. Reichtum. Es ist so kalt geworden, dass ich es morgens kaum schaffe aufzuwachen. Manchmal wecken mich die Vögel, die sich an meinen Fenstern ausruhen. Wenn sie nicht wären, würde ich durchschlafen. Miku, hast du schon einen Wunsch entschieden? Es hat keine Eile, falls du es noch nicht getan hast. Bis zum Abend haben wir noch reichlich Zeit. Das ist natürlich sehr gut. Alle werden gute Laune haben, da muss jemand aufpassen, dass sie nicht aus Rand und Band geraten. Auch wenn das wieder alle, auch wenn wieder, warte mal, auch wenn dann wieder alle das dumme Gerücht in die Welt, dass ich den Tag nicht genieße. So ist das, ne? Ich suche gerade noch jemand. Wir haben mal noch den Kuchen. Ja, irgendwann mochte doch den Kuchen. Ich glaube, das war hier Dingens. Wie hieß sie noch gleich? Einmal bitte. Da ist sie doch. Hier, Margaret, genau. Oh, hast du herausgefunden, dass ich Süßigkeiten mag? Vielen Dank. Und sogar handgefertigt. Hihi, danke. Ja, kein Problem. Wenn ich's schon habe, dann habe ich, ne? Oh, der ist richtig kalt. Der Frühling ist schon lange überfällig. Heute ist der Tag. Endlich ist Weihnachten. Ich weiß schon, was ich mir wünschen werde. Ich werde mir wünschen, dass meine Familie immer glücklich zusammenleben wird. Was hat das eigentlich mit dem Fest auf sich? Kann ich mir jetzt hier im Spiel was wünschen oder wie läuft das jetzt ab? Ich hoffe, ich auch. Eure Majestät. Eure Majestät. Oh, schnell weg hier. Ich vermisse sie. Ja. Versammeln sich gerade hier alle einen schönen Platz, ne? Sollten wir die gelingen. Hinein, was habe ich da eigentlich drinnen noch? Ach ja. Ein paar Rubine hatte ich reingepackt. Ansonsten, das haben wir doppelt. Wir haben auch doppelt. Werde ich halt nie anziehen. Oh, wir haben so viel Saat noch. Uff. Dim, 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 dim. Ja, keine Ahnung einfach. Ich kann das hier noch reinpacken. Und ich wollte euch noch zeigen, woher ich eine Hornisse habe. Wollte ich euch einfach nur vollständigkeitshalber noch zeigen. Das mache ich mir auch noch. Aber ich verkaufe jetzt einmal, wenn die alle schon hier sind. Ja. Einfach anpreisen. Ja, gib her. Ja, egal, einfach weg. Einfach hier verkaufen. Ja, ist auch gut. Danke für euer Geld. Ein verführerisches, ja, sehr verführerisch. Finde ich auch. Ja. Rubin ist auch schön, ne? Ja, gerne doch. Ja, ist sehr gut. Guck mal, Pforte verdiene ich gerade.
Haben wir überhaupt noch was drinne? Ja, wir haben noch was drinne. Okay, ich dachte schon. Ey, was will er mit Silberstiefel? Nee, wir warten. Ach, ihr seid, du bist mir auch ein Held, ne? Ja, ja, hier, bitteschön. Ein Rubin, das kriegen sie halt am Meer. Ja, weg. Alles ausverkauft. Okay, ich will euch das noch zeigen, wo es das zu finden gibt. Kiel. Die Drachenkönigin herrscht über die Ewigkeit. Ihre Macht befriedet das Land. Und deswegen hat Danny Whittle ihr eigenes Schicksal vielleicht schon gekannt. Aber, nein, tut mir leid, vergiss, was ich gesagt habe. Übrigens, gehen wir auf ein Abenteuer? Klar. Oh, ups, ich kann gar nicht. Entschuldigung. Ach ja, ist ja was, ne? Wünsche, ich habe nur einen. Hey, kennt ihr alle die Legende des heutigen Festes? Der höchste Stern im Himmel. Ah, hab ich doch schon. Ja. Geh auf Abenteuer. Wie jetzt? Ein paar Minuten werden nicht so schlimm sein. Richtig. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Jokmir-Wald. Dann werde ich euch zeigen, woher man gute, fleißige Hornissen bekommt. Ja. Und eigentlich brauche ich ja nicht wirklich ausrüsten, weil die Gegner hier machen wir schnell kaputt. Ist okay. Wir müssen runter. Dann springen wir auch runter. Ne? Hornisse, Honig. Ich werde jetzt nicht hier irgendwie großartig was machen. Was ich aber gerne wissen würde, ist jetzt die Sache, wenn wir jetzt in den Wassertasche gehen mit ihm hier. Ah ja. Deswegen ist auch mal gut, dass wir ihn mitnehmen. Er levelt auch ein bisschen. Ich werde jetzt ja auch zum größten Teil jetzt einfach nur durchlaufen. So. Nee, ich habe lange einen Ort gesucht. So. Ledergürtel? Ja, dann nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Gerne mit. Man muss auch ja nicht alles liegen lassen, wa? Und hier war der Ort mit der Hornisse. Und beim zweiten Versuch hat die... Beim zweiten Versuch ist sie drin geblieben. Und das war doch schon recht angenehm. So. Und die Magie hier, die ist so gut, ne? Die ist so gut. Ja, wir werden den Part mal heute ein bisschen länger machen. Das ist ein kleiner Test mit euch. Ein kleiner Test. Ob man jetzt eine halbe Stunde wieder mal ankommt. Aua. Einfach mal überprüfen, ne? Ob ihr sowas öfter haben wollt. Weil sonst passiert irgendwann ist es immer so weit, dann passiert halt nichts. Nein, das Schätzelein. Wo sind wir hier denn jetzt schon wieder? Ach ja, andere Seite, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Guck mal, jetzt haben wir so viel Zeit schon. Jetzt müsst ihr eigentlich schon irgendwie auf den Weg machen, den Part beenden. Ich verstehe diesen Ort nicht. Alter, hau mich doch nicht. Da gehen wir mal zu den Wasserruinen. Das machen wir auch. Nein, ich wollte nicht speichern. Na, das ist natürlich so schlau, was ich hier mache. Ein Luftschiff rufen. Wo sollen wir hin? Ich möchte gerne zu den Wasserruinen. Ich habe natürlich immer einen Ort gesucht. Hä? Wo gibt's denn die Bienen? Ich habe überall gesucht. Auch im Internet. Ich habe geguckt, Bienen. Eng muss es doch Bienen geben. Weil man doch Honig bekommt. Und dann fiel mir irgendwann ein. Warte mal, es gibt auch Hornissen. Sind das hier die Bienen? Sind das hier diese Bienen im Spiel? Scheinbar. Gut, wir machen die Chimäre, ne? Wenn wir schon hier sind. Na? Was geht ab?
Meine Güte. Das ging ja schnell. Wenn man schon was droppt, dann droppt man. Wenn man schon was droppen soll, dann droppt man nichts. Ich weiß nicht, droppt die was Seltenes? Ich bin der Meinung, im Stream hat ihr mal was gesagt. Jetzt hört mal auf. Meine Güte, mit diesem Zauber ist das echt geil, hier zu farmen, ne? Man kann einfach Materialien farmen, einfach rumlaufen und alles einsammeln. Gut, mache ich jetzt gerade selten. Aber ist schon... Die Möglichkeit ist da, einfach durchzurasieren. So, Dilas, jetzt kämpfst du gegen dich selber. Du Pferd. Der aussieht aus wie ein Wolf. Donnerkeil. Guck mal, er weiß auch, dass er dann so tut. Er kennt sich selber. Okay. Gut, dann war das mit ihm hier. Upsala. Wir haben mit allen geredet, ne? Nee, mit Poco haben wir, glaube ich, gar nicht geredet. Poco? Ah, alle sind... Spezial, hallo. Guten Abend. Ihr wisst auch, mir Festgerichte ausdenken, die ich bei Vennis Rückkehr kochen könnte. Wieso machst du nicht auch mit, Miku? Wir können unser eigenes Liebesrezept kreieren. Nein, danke. Okay. Dann wäre soweit alles erledigt, ne? Nee, wir haben nicht alles erledigt. Wir haben noch Sachen anzupflanzen. Definitiv, warte mal, war das hier im Lager, ne? Also lagern wir mal das ganze Gedöns ein. Wir haben einen Gürtel, ist er gut? Ich weiß es nicht. Kommt erstmal weg. Rübensaft behalten wir, Kostas behalten wir. So, Honig behalten wir auch mal im Inventar. Jetzt müssen wir natürlich die ganze Saat erstmal rausholen. So, Rübensaat. Saat. Meine, können wir ja als anpflanzen, wie wir wollen jetzt. Der Sturm ist weg. Vorbei. Wo ich die Saat... Ach ja, ich war im Kühlschrank dabei. Wieso guck ich so doof? So, Saat. Da ist sie doch. So, wir haben... Das Ding ist, wir haben jetzt kein Winter mehr. Also wir haben jetzt Winterende, ne? Ich könnte jetzt noch mehr Rüben anpflanzen. Wir haben noch viel mehr Rüben. Kartoffeln dauern jetzt lange. Das dauert auch zu lange. Da gedeiht im Frühjahr und Herbst gut. Dementsprechend ja. Alles, was jetzt lange dauert, ist jetzt doof. Deswegen. Spinat kann man noch machen. 8 Tage ist auch zu lange, finde ich. Futter brauchen wir nicht. Haben wir auch genug. 16 Tage definitiv zu lange. 21 Tage auch. Rettich dauert nur 5 Tage. Kann man machen. 11, 28. Lauch ist auch zu viel. Ja. Dann pflanzen wir das nochmal an. Wir haben ja freie Felder. Ich werde dir das... Richtig. Genau das habe ich auch gesagt. Oder gemeint. Du bist mir hier eine großartige Hilfe. Da. Na? So, warte mal. Müssen wir uns mittig stellen, dann nach oben gucken. Habe ich gelernt. Ja, man lernt dazu. So. Wenn der Controller nicht rumspinnt. Weißt du was, ich spiele jetzt mit den Alalu-Dingern. So. Erstmal anpflanzen, was wir haben. Und dann sehen wir weiter. So. Mehr Rüben ist ja gut. Wir brauchen das Geld. Ihr wisst Bescheid, warum. Wir haben ja immer noch vor, viel Riesenpulver zu kaufen. Um hinterher auch, großes Glücksklee zu machen. Damit wir... Jetzt haltet euch fest. Haltet euch fest. Damit wir unsere Ausrüstung damit verstärken. Und jetzt kommt der Knaller. Damit wir mehr Glück haben. Ich meine, ich habe im Let's Play ja schon relativ viel Glück, ne? Irgendwie. Was die Monster-Drops angeht.
Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Eigentlich. Tilas, was ist los? Was? Reden? Der Himmel sieht so schön aus. Ich mag Nächte wie diese. Ah. Warte mal. Bedeutet das etwas, dass ihr nachts nochmal angesprochen werden wollt? Das ist mir neu. Das ist mir wirklich gerade neu. Ich muss das jetzt überprüfen. Das muss ich jetzt überprüfen. Wollen die nachts reden, die nachts was anderes? Tatsächlich. Oh, Miko, ist es schon Nacht, ja? Jeder genießt heute wohl den Anblick der Sterne. Guten Abend, Nancy. Heute war ein sehr kalter Tag, hm? Ja, ich finde die auch, aber ich habe mir mit meiner Familie verbracht. Also trage ich alle Wärme in der Welt in mir. Das wusste ich nicht. Heute ist der Tag, endlich ist Weihnachten. Ich weiß schon, was ich mir wünschen werde. Ich werde mir wünschen, dass meine Familie immer glücklich zusammenleben wird. Lel, als ob. Dann kann ich dir ja nochmal einen Fisch geben, oder wie? Warte mal, Dilas. Ich habe sicherlich noch einen richtig nicen Fisch. Einen richtig guten Fisch, der frisch duftet. Hier, eine Makrele. Musst du räuchern. Geräuchert schmecken dir am besten. Bitteschön. Bitteschön. Oder geht das nur... Okay, also wahrscheinlich jetzt nur ansprechen. Da anscheinend hat sich nicht sehr gefreut. Im Moment ist nachts draußen sehr frostig. Ich weiß, wir wünschen eine Elite-Butler zu werden. Genau. Das ist es, oder? Das muss es sein. Es bringt jetzt mich an zu lügen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich verstehe, also weigerst du dich zu kooperieren, hm? Kein Problem. Ich habe sowieso genug gehört. Was ist hier los? Ich habe nur gerade etwas sehr Interessantes gehört, sonst nichts. Miko? In den nächsten Tagen solltest du etwas Lustiges ins Kiels Haus sehen. Etwas Lustiges? Was meinst du damit? Das bedeutet, jeder hat seine eigene Art, Dinge zu tun, das ist alles. Natürlich. Da hast du vollkommen recht. Also ist es besser, wenn man sich selbst drauf kommen lässt, okay? Er geht einfach weg von der Arbeit. Denkst du so, nee. Kiel, mein Bester. Ich frage mich, wo meine Taschenuhr ist. Zu Hause. Hey, Pforte. Ich wollte dich mal besuchen. Was für ein schöner Himmel heute Abend. Na dann, sollen wir zurück auf Patrouille gehen? Wir müssen dafür sorgen, dass auch alle anderen die Sterne in Ruhe genießen können. Ist hier irgendwas mit den Sternen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, was dieses Fest angeht. Die sind alle beiden oben. Guten Abend. Guten Abend, warum hast du das zweimal gesagt? Ich wollte mir nur etwas von den Sternen wünschen. Aber es ist so kalt hier oben. Nächste Tage soll ich etwas Lustiges im Kielhaus sehen. Ja, okay. Wir gucken jetzt mal Sterne. Beim Aussichtsturm. Einfach nur mal gucken, was das bedeutet. Guten Abend, schon wieder ganz schön kalt heute Abend, oder? Ja, Abend. Ja, es ist eiskalt. Meine Güte, das ist so wunderschön. Mir fehlen die Worte, um das zu beschreiben. Ich versteh's nicht, was ihr alle wollt. Oh, was für ein riesiger Baum. Die Blüten, die ihr trägt, sind wunderschön. Das sieht wie ein Schulhaus. Ich kann sogar gleich dahinter das Meer sehen. Da ist ein riesiger Turm. Er ist viel größer als alles andere da draußen. Ja. Es sieht so aus, als würde am Himmel etwas in der Form eines Wals davon schweben. Das ist total verrückt, oder? Ja. Das ist schon richtig verrückt, Alter. Sachen gibst du. Sachen gibt's. Konbawa. Gut, dann gehen wir noch mal hier rein. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit, haben wir noch. Was heißt ein kleines bisschen? Wir gehen noch mal jetzt nach Dingens. Überstunden, was? Hallo, Arthur. Meine Güte, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen geruhsamen Abend damit verbracht habe, die Sterne zu betrachten. Der Himmel ist heute wahrhaftig bezaubernd. Gut, gehen wir einmal nochmal zu Porco. Abschließend. Ja. Hey, Porco. Was für ein wunderschöner Himmel. Jetzt wäre es eine Zeit, sich etwas zu wünschen. Möge Miko und ich für immer miteinander verbunden sein. Oh mein Gott. Porco, halt die Fresse. Tut mir leid. Bitte. Dein Traum wird nicht in Erfüllung gehen. Das sag ich dir. Gut, die sammeln sich alle hier. Aber ich würde sagen, war's das für heute. Wir haben genug getan. Ich weiß noch nicht, was ich auf den Thumbnail packen kann, aber was? Reden wir mal mit ihm nochmal. Dieses Fest ist gar nicht so schlecht.
Aber jetzt darfst du gerne nach Hause gehen. Tschüss. Ich möchte in Ruhe mich verabschieden und so. Ihr wisst Bescheid und so. Gut, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Videolänge halt findet. Ne? Es ist ein bisschen, immer ein bisschen, ist immer ein bisschen doof, weil die, ja, die wenigstens gucken halt bis vom Anfang bis zum Ende durch. Ich, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, ist halt eher der Durchschnitt, ne? Von 10 Minuten. 10 Minuten, aber ich muss, aber was ich halt auch vergessen zu erwähnen habe. 10 Minuten Durchschnitt bedeutet im Umkehrschluss, es sind aus dieser Saison schon sehr viele, die es auch komplett gucken. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Dementsprechend, vielen Dank dafür. Und ja, wir sehen uns denn, wenn die Filme kommen, langsam nach vorne stehen bleibt. Meine Güte. Sehen wir uns im nächsten Part. Vergesst nicht, liken, zu abonnieren und, ja, Glocke geht auch, aber ist nicht notwendig. Kommt ihr jeden Tag sowieso ein Video. Also, einfach jeden Tag drauf gucken. Braucht ihr nicht aktivieren. Ist eigentlich useless, was das angeht. Aber gut, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und tschüss.